noch nie meinen Zuschauer live gesehen. Tut mir leid. Doch einen habe ich mal live gesehen, aber ich kann ihn nicht im Blick behalten, so wie Leo jetzt gerade beim Futtern. Ja gut, hi und warte mal, hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Immer noch der Samstag, der 8. Februar, aber es ist es ist ein schöner 8. Februar. Es ist immer noch traurig, wenn mein Lieblingsladen zumacht. Das tut mir leid. Ich wollte jetzt so voll die positiven Energien überwachsen lassen, aber da passiert bei mir nichts. Tut mir leid. Ja, ich habe euch eine Geschichte. Heute geht es mal wieder ausnahmsweise um Asperger-Themen. Also wer sich nicht für Asperger-Themen interessiert, jetzt ist letzte Chance wegzuschalten. Wer sich interessiert, schön, dass du noch da bist. Ja, also ich habe heute, nachdem ich überlegt habe, das Video zu drehen, habe ich ein... Oh Gott, ich habe einen Hänger. Ich habe nochmal nachrecherchiert, weil ich nichts Falsches sagen wollte. Und ich kann jetzt schlicht und ergreifend sagen, nach der kleinen Studie, die ich betrieben habe, ist es ungefähr 60 zu 40. Also. Du bist ja wie ein Politiker, du laberst los und keiner weiß, um was es geht. Meld mich nächstes Jahr! Lena für Bundeskanzler, ich kann genauso gut nichts sagen und viel labern. Ich bin jetzt richtig peinlich. Ich möchte euch über scharfes Essen mit euch reden. Über extrem scharfes Essen. Also, ich habe Folgendes bei meiner Recherche rausgefunden. 60% der Asperger tendieren dazu, kein scharfes Essen zu vertragen. Und 40% vertragen es. Ich für meinen Teil gehöre zu den 60, die es nicht so gut vertragen. Und ja. Und so kam es, dass ich mir vor geraumer Zeit ein Video von einem Nicht-Asperger angesehen habe. Und im Nachhinein betrachtet, dumme Idee meinerseits, aber man lernt dazu, macht Fehler und ich informiere wiederum euch und ihr lernt dann durch meine Fehler und könnt es dadurch verhindern. Und es gibt da auf YouTube diese Videos, da geht es um diese bestimmten Nudelsorten, die sind vegan und halal. Interessiert mich zwar nicht, dass sie halal sind, aber man kann es ja mal erwähnen. Und es sind dann diese hier. Schön, ganzes Gesicht fast verdeckt. Oh, guck mal, ich kann mir einen Hut draus machen. Und die nennen sich dann Samyang. Ah, da steht es dran. Samyang. Ach, jetzt hier. Nicht selber macht's besser. Er putzt sich nur die Nase. Der darf das. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dieser andere gesagt hat, diese Art von denen, die seien ja gar nicht so scharf. Er hat gemeint, die sind ja schön mild. Also Elenchen, weil sie ja immer noch auf der Suche nach neuen Soba-Nudeln ist, weil meine Suppi-Soba-Nudeln nicht mehr da sind, dachte sich so, das klingt doch toll, vor allem wenn man bedenkt, Elenchen hat eine Käseabhängigkeit und die sind mit Käsegeschmack. Und dann habe ich aber gedacht, so, es gab so ein paar, die gesagt haben, die sind doch ein bisschen scharf. Vielleicht sollte ich mal zumindest meinen scharf essenden Vater informieren, er möge die Reste essen. Ja, also haben meine Mom und ich uns durchgelesen, wie die gemacht werden, haben die zubereitet. Und dann war, und das hat auch wirklich super lecker gerochen und alles. Und dann war der Moment des Kostens gekommen und ich habe eine, ich möchte jetzt so ein, also ungefähr so große Stückchen gehabt auf meinem Gäbelchen, weil ich echt nicht mal testen wollte. Und habe dieses so große Stückchen auf meiner Gabel dann getestet. Und dann bin ich im Dreieck gerannt. Meine Mama kann es bestätigen. Ich habe echt, ich habe das Gefühl gehabt, mir brennt gleich der ganze Mund weg. Also sowas Scharfes habe ich mein ganzes Leben noch nie gegessen. Ich habe wirklich nur so ein Stückchen probiert und ich bin gerannt. Also wirklich so wie Speedy Gonzales war nichts gegen mich. Ich habe Rauchwolken hinterlassen, in denen Speedy Gonzales durchrennen musste bei seinem schnellsten Rennen. Also es war wirklich übelst hart scharf, ne Mama?
Wahrscheinlich. Ja, du hast die doch auch probiert. Der war jetzt schon verdünnt. Denkt euch auch. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall war es dann echt übelst scharf. Und ich habe festgestellt, ich kann nicht so gut scharf essen. Und dann war es so, dass ich meinem Papa die gebracht habe. Und ich möchte nochmal zur Referenz geben. Es war dann ungefähr eine Schüssel, die war so voll. Und ich habe ungefähr so eine Nudel geschafft. Und mein Vater, der hat einfach mal eine halbe Schüssel gegessen. Und meine Mom, die isst da einfach mal 3-4 Gabeln noch davon. Von den etwas verdünnten. Und dann, von den schon verdünnten, habe ich mir dann gedacht, okay, dann scheint es ja jetzt weniger scharf zu sein. Und habe mir nochmal mich getraut, ein Stück in dieser Größe zu essen. Und ich hatte den erneuten Run. Das war so wirklich... Es war auch verdünnt noch viel zu scharf für mich. Und dann habe ich mir so gedacht, ist ja schon schräg. Also auf der einen Seite kann ich zum Beispiel manchmal, früher, als ich jünger war, und da konnte ich zum Beispiel sehr scharfes Essen essen. Und dann plötzlich nicht mehr. Da wollte ich wissen, was ist da der Unterschied. Und so habe ich mich in die Untiefen des Internets begeben und habe tatsächlich rausgefunden, weißt du, es ist irgendwie blöd, wenn du sagst, ich habe mich in die Untiefen des Internets begeben, wenn du eigentlich schon vorher geahnt hast, ne? Dass Asperger tendenziell eher feinere Geschmacksnerven haben und auch viel empfindlich auf Hitze und Kälte reagieren. Und das fand ich dann, habe ich irgendwo gelesen, und jetzt gehöre ich zu diesen furchtbaren YouTubern, die euch Sachen erzählen, aber keine Quellen hinterlegen können. Aber ich bin halt so ein Querleser, und wenn ich es dann lese ich es und dann klicke ich es weg und dann habe ich die Quellen nicht mehr. Oh, ich fühle mich gerade so, das ist doch, oh Mann. Ja, also auf jeden Fall habe ich das dann gelesen und habe mir gedacht, auf mich trifft es zu. Wie es bei anderen ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann euch eben aus meiner Erfahrung sagen, Samyang-Cheese-Nudeln sind arschscharf. Und das hilft auch nicht, wenn man sie verdünnt. Und es hilft nicht. Nichts da. Hilft gar nicht. Die bleiben scharf. Als nächstes will ich sie dann mit ganz viel Creme Fraiche versuchen. Aber dann sind sie ja nicht mehr im Original. Aber das ist also jetzt mein nächster Weg. Das hat meine Oma mir dann empfohlen. Die Weisheit von meiner Großmutter ist unendlich. Und ich schöpfe daraus wie aus einem Topf mit Soße in einer Stadt mit nur Nudeln. Könntest du mir nicht immer sagen, Pause? Also bitte das. Ja, auf jeden Fall war das dann, das war nicht die beste Idee meines Lebens. Und jetzt sitze ich hier und habe davon noch 4 Packungen. Was ich da draus mache, weiß ich immer noch nicht. Aber wie gesagt, ich probiere es jetzt mal irgendwann mit Creme Fraiche. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Ich merke auch, dass ich tendenziell beim Wetter empfindlicher bin, wenn es um Hitze oder Kälte geht. Da könnt ihr mir mal gerne schreiben, wie ihr das bei euch habt oder wie es nicht ist. Ich meine, mein Kanal ist ja da, damit wir Asperger uns besser austauschen können. Damit wir vielleicht einen kleinen Informationsberg schaffen, der dem einen oder anderen, der neu diagnostiziert ist, eine Hilfe sein können. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald und tschüss.